Hallo liebe Leute, ich bin der Kommissar Thomas von Socks Let's Plays und Crazy Unterhaltungsvideos. Ja, normalerweise wollte ich eigentlich eher morgen, den Mittwoch, ein Update bzw. Talkrundenvideo machen. Doch es kam heute noch etwas Neues dazu, nämlich etwas Negatives leider, was mich heute bestimmt eine halbe Stunde lang gestört hat. Also mindestens eine halbe Stunde lang auf jeden Fall. Das spreche ich nämlich jetzt erstmal direkt an, nämlich bei meinem Handy. Ich wurde ständig angerufen. Wegen was wurde ich ständig angerufen? Nämlich, ja, irgendwie von Google und dann eine automatische Roboterstimme halt so, die Google-Code lautet 0, und so weiter und so weiter. 5 Minuten später, zack, wieder ein Anruf, ihr Google-Code lautet 5 Minuten später, nochmal. Dann habe ich mir gedacht, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Und dann kam auf einmal, was ich, 2 Minuten später auf einmal eine SMS, ihr Google-Code lautet, da ihr Bestätigungscode lautet und sowas. Geh noch irgendwas und sowas. Und da habe ich mir gedacht, Alter, da versucht echt jemand in mein E-Mail-Account reinzugehen von Google, ne? Da habe ich mir gedacht, Alter, das geht mir jetzt erstmal auf den Sack. Ich lösche erstmal meine Handynummer aus meinem E-Mail, Google-E-Mail-Konto raus. Damit derjenige da nichts mehr versuchen kann, erstmal über meine Handynummer. Weil das hat wirklich abgefuckt. Vor allem, derjenige hat es ja immer wieder versucht. Alle 5 Minuten hat das immer wieder versucht. Dann habe ich mir nur gedacht, was geht denn da ab? Will derjenige mich abfacken oder sowas? Oder versucht er irgendwie an den Code ranzukommen oder so? Ich glaube, das ist einfach jemand gewesen, der ja nicht mehr alle Taschen Tassen im Schrank hat. Und keine Ahnung hat, dass so ein Code einfach per Handynummer einfach geschickt wird. Entweder per SMS oder per Anruf. Und dieser Anruf kann nicht zu dir gesendet werden. Kann es nämlich nicht. Es kann nur an die bestimmte Nummer gesendet werden. Und solange, ja, solange hier eben keine Eigennummer oder so eingegeben wird, macht Google da nix. Ja, somit hat derjenige dann Pech gehabt und kann nix da machen, weil ich erstmal die Nummer rausgelöscht habe, weil das hat echt genervt, Leute. Boah, Alter, alle 5 Minuten, ihr Google-Code lautet, welches Arschloch versucht in mein E-Mail-Konto da reinzugehen? Verstehe das nicht. Vielleicht irgendjemand, der mich so sehr in YouTube nicht mag und so und will mich da und will irgendwie versuchen, vielleicht meinen YouTube-Account oder so rauszulöschen. Kann ja möglich sein. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Meiner Meinung nach habe ich jetzt nichts Großartiges, Belästigendes oder sowas gemacht. Vor allem, wenn das so wäre, dann wäre schon längst angezeigt worden. Aber wurde es ja nicht, also. Und ich habe nichts Belästigendes oder so gemacht. Und tja, ich hab keine Ahnung, was da los ist.
Bisschen müde, obwohl erst 19.13 Uhr ist. Gut, ich habe heute auch körperlich gut was geschafft gehabt. Und jetzt das letzte Mal kam ja vor 3 Tagen erst wieder ein Video. Jetzt momentan wieder ein kleines bisschen weniger Lust. Ja. Wie der gute Faust es auch gesagt hat, man wird immer älter und älter. Man hat auch mal weniger Lust und so. Ich bin zwar eher mehr derjenige, ich hätte abends genug Zeit, um mal 2, 3 Videos aufzunehmen, so vorproduziermäßig, ne? Und die dann nach und nach jeden Tag mal so hochzuladen. Aber du wirst halt auch immer älter und älter, hast da nicht mehr ganz so, nicht mehr immer so Lust und so. Also eben nicht immer so Lust drauf. Früher habe ich es komischerweise noch viel, viel mehr Bock gehabt. Wenn ich überlege, vor 5 Jahren, da war ich noch so richtig mit den Let's Play-mäßig so richtig energiegeladen. 2014, Alter, vor 5 Jahren, Junge. Da war ich 26, Alter, und da habe ich noch richtig geil Bock auf Let's Plays. Also geil, richtig geil Bock gehabt, Let's Plays noch zu machen. Und da habe ich auch wirklich richtig krass durchgezogen gehabt. Mit Heavy Rain zum Beispiel damals. Da habe ich erst richtig krass durchgezogen gehabt und dann war es wieder ein bisschen schleppend und dann kam irgendwie ein paar Monate überhaupt kein Heavy Rain mehr und dann irgendwann habe ich es dann doch wieder weitergemacht bis zum Ende hin. Und dann habe ich es endlich durchgehabt, das Let's Play. Aber ich will halt nicht unbedingt, dass mein Let's Play jetzt von The Walking Dead Steel Tail Staffel 2 jetzt ungefähr genauso endet. Ich schaue einfach mal nach, wann es angefangen hatte. Oh, Leute. Ich habe am 24. Februar damit angefangen gehabt, ne? Und ich bin schon seit 3 Monaten darin. Naja, das liegt halt daran, wenn man halt nicht so oft Bock hat, was aufzunehmen, ne? Oder vielleicht nimmt man ab und zu mal was ganz anderes auf als The Walking Dead. Kann auch mal passieren und ja, so kann das halt echt passieren, dass man 3 Monate an ein Let's Play dran ist, weil man nicht immer Bock hat, was aufzunehmen. Ich bin halt nicht so der Let's Player, nicht so der Let's Player, der jetzt zum Beispiel irgendwie einfach irgendwie jeden Tag mindestens ein Video oder 2 Videos hochlädt. Auf jeden Fall werde ich schon was anderes mit einer besseren, viel, 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 viel besseren Internetleitung bei mir. Das wäre auf jeden Fall was ganz anderes. Oh, sorry. Da lief was. Aber ich glaube, der hat das nicht mit aufgenommen. Nee. Nicht so schlimm, okay. Gut, ich würde sagen, das war's eigentlich schon. Bis auf, kann ich auf jeden Fall sagen, ich werde jetzt wohl, also am Donnerstag ist ja Feiertag. Und ich habe dann wahrscheinlich den Freitag auch frei. Ich habe schon bei meiner Reitlehrerin gefragt, ob ich den Freitag frei kriegen könnte. Und da hat sie gesagt, ja, hat sie nichts dagegen und so. Jetzt muss ich aber noch meine Chefin auch noch fragen. Warum ich der Reitlehrerin das frage, ja, die ist Vorarbeiter und die tut halt das immer planen und alles. Und da muss ich halt am besten erstmal zuerst sie fragen, das ist klar. Und danach die Chefin natürlich noch. Und die werde ich morgen fragen. Heute habe ich den Vorarbeiter gefragt, oder die Vorarbeiterin. Und mal morgen dann die Chefin. Warum nicht heute beide? Weil die Chefin habe ich dann nach Feierabend nicht mehr angetroffen. Und jo, dann wird es halt morgen gemacht. Gut, das war's dann mit diesem Update.
Mehr habe ich eigentlich jetzt nicht so zu erzählen. Ja, Reaktionsvideos habe ich ja doch nicht mehr gemacht am Wochenende. Ja, nicht ganz so Bock gehabt heute. Ich bin halt mehr so derjenige, der macht nur, wenn er auch Bock und Laune dazu hat. Es ist zwar ein Hobby, aber man muss auch Bock auf sein Hobby haben, ne? Wenn man mal gerade nicht auf sein Hobby Bock hat, das ist genauso wie mit dem Zocken. Hast du gerade nicht Bock zu zocken, obwohl es eigentlich auch so hobbymäßig ist, dann hast du keinen Bock drauf. Dann tust du vielleicht eher lieber Filme die reinziehen oder YouTube-Videos anschauen. Und ja. Gut, ich bin mal raus, Leute. Bis dann. Euer Gumsi 21. Yeah. Ach, das habe ich wirklich scheiße gemacht. Alter.